Freut uns, dass ihr da seid und freut uns, dass der Horm so lange aufblieben seid, bis wir mir kommen. Wir sind der Huber. Der Meier. Und ich. Genau. Und mir ist letztens was aufgefallen. Ich habe gelesen in einer Werbezeitung von so einem Supermarkt, die war in der Tageszeitung mit drin, habe ich aufgeschlagen, dann fällt mir auf, 100 Gramm Whiskas Katzenfutter vom Allerfeinsten kosten 39 Cent und 100 Gramm Schnitzelfleisch vom Schwein kosten 33 Cent. Ja, jetzt kommt's hier. Ja, in Zeiten von Geiz ist geil. Ich meine, da überlegt jetzt jeder sofort und kommt auch gleich drauf, dass er sagt, da ist es ja billiger, wenn ich der Miezekatze ein Schnitzel ausbrat. Ja, und was bleibt mir dann anders über? Und wenn ihr schon das fertig verpackte Fleisch kauft, tut's mir bitte einen Gefallen. Werft die Wurst weg und esst bitte nur das Plastik. Überall im ganzen Land wird jetzt nacheinander bekannt, wer umetikettiert und mit Gammelfleisch hantiert. Der Schnappauf selber sagt, er kümmert sich um die Geschichte, denn der Verbraucherschutz ist halt einmal seine allerhöchste Pflicht. Jetzt wird schärfer kontrolliert, auch der Zoll tut fleißig mit. Es arbeiten Hand in Hand Polizei und Gesundheitsamt. Die Frage ist nur, wer Kontrolleure kontrolliert, weil das nicht sicher ist, dass so eine Sau nicht einfach besser schmiert. Ja, in jedem Fall ist gewiss, dass der Dreck in Umlauf ist. Ob Kaufland und Real, Hauptsach billig, scheißegal. Der Preis bestimmt den Markt und deswegen wird's erkauft, auch wenn vielleicht daheim vorm Brot nur sein Schnitzel davon läuft. Bei der Massenproduktion, wo man alles verwursten kann, da weiß man sicher nicht, ob das drin ist, was draufsteht. Drum geht's zum Metzgermeister, der sein Handwerk ehrt und die Boss singt, was das mehr kostet, ist dem sein Gute war auch wert. Wenn ein Katzenfutter schon mehr kostet fürs Fleisch, für die Leute, dann fragen uns wir, was das für einen Sinn haben soll in der heutigen Zeit.